Es ist natürlich schwierig, wenn du gleich in kürzester Zeit einen Doppelschlag 2-0 zurücklegst. Gerade in unserer Situation ist es natürlich, da muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen, dass du in München gewinnst. Da haben wir ja einfach zu wenig nach vorne investiert, um München dann auch mal gefährlich zu werden. Das haben wir nicht geschafft, aber ich glaube auch, dass im Moment in unserer Situation vermessen wäre, wenn man hier mit 3 Punkten rechnen würde. Ja, ich denke, natürlich habe ich mich für Schäfi geärgert, dass er sich verletzt hat. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes, aber natürlich habe ich mich gefreut, dass ich wieder spielen konnte. Und mit dem Ergebnis sind wir natürlich alle nicht zufrieden und wir müssen jetzt leider wieder nach vorne schauen. Und jetzt ging Frankfurt endlich mal punkten. Es ist wieder ernüchternd, wieder bitter, ja, wieder eine Niederlage, auch in der Höhe. Tut schon weh. Ich habe jetzt nicht mehr alle Tore in Erinnerung, aber ja, bei einigen hatten wir, glaube ich, auch ein bisschen Pech. Da ist der Ball immer zum Stürmer noch perfekt hingetitscht. Und offensiv hatten wir auch ein paar gute Aktionen, aber ja, das war einfach zu wenig. Wir haben uns zu wenig zugetraut, um da Bayern irgendwie gefährlich zu werden. Ich glaube, das war heute nicht unsere Messlatte. Ich glaube, dass wir einfach gesehen haben, wie der Spielverlauf war, dass wir eigentlich in der ersten Tor in Unterzahl waren. Kassieren wir das Tor und dann hast du der 2-0 würden wir auswechseln, neue Spieler, weil der Marcel Schäfer verletzt war und dann kam der Ball nicht raus und dann sind wir wieder in Rückstand geraten. Tor 2, 3, 4 sind abgefälschte Tor und fällt in die Füße der Stürmer, der richtige steht. Ja, und wenn du nach München fährst, dann brauchst du natürlich Selbstvertrauen, dann brauchst du Erfolgserlebnis im Rücken, dann brauchst du den Glauben, dass man etwas erreichen kann und das haben wir momentan nicht, aber das, wie gesagt, das ist nicht unser Maßstab und jetzt müssen wir uns abschütteln und für die letzten 2 Spiele vor der Winterpause dann, dass wir schnellstmöglichste Punkte holen. Das ist in unserer Situation und als Fußball allgemein nicht so einfach, dass du so eine Niederlage einstecken musst. Das ist nicht so einfach. Da muss man erstmal 1-2 Tage drüber schlafen, um sowas zu verarbeiten. Das ist ganz normal. Ich denke, heute kann keiner gut schlafen. Heute und morgen kann man dann nochmal drüber reden. Und ich denke, ab Montag, ab Dienstag muss man sich voll und ganz auf Frankfurt konzentrieren, weil das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns vor der Winterpause, jetzt noch danach mit Gladbach. Und wir müssen jetzt abhaken und jetzt müssen wir uns auf Frankfurt konzentrieren. Ja, ich denke, gegen Bayern München ist jetzt nicht der Gradmesser momentan in der Situation. Da haben wir die anderen Spiele einfach schon zu leicht hergeschenkt oder zu viele Punkte liegen gelassen. Gegen Bayern kann man verlieren. 5-0 muss man nicht verlieren, aber ist im Endeffekt auch egal. Es ist nur ein Spiel. Viel wichtiger ist einfach, ja, dass wir die ganzen anderen Niederlagen oder Punkte, die wir liegen gelassen haben, aufarbeiten und ja, schnellstmöglich dann eine Reaktion zeigen, am besten schon gegen Frankfurt. Ja, ich glaube, dass wir brauchen 2-3 Tage, um das abzuarbeiten und dann, ich glaube, dass am Dienstag dann geht wieder der Fokus auf das Spiel und wie gesagt, jetzt wir sollen nicht so lange dran knabbern, weil das ist nicht unser Maßstab. Jetzt müssen wir gegen Frankfurt ein Erfolgserlebnis erzwingen. Ja, es war ein Luftduell mit Philipp Lahm und als ich runtergekommen bin, ist er leider mit seinem kompletten Körpergewicht draufgefallen. Da bin ich mit meinem Knie weggeknickt und da wird es eine Knieverletzung sein. Was es genau ist, wird man abwarten müssen. Die Untersuchung, MRT.